Familienplanung. Häufige Fragen. Viele Frauen mit Multipler Sklerose haben Fragen, wenn sie ein Kind bekommen möchten. Wir beantworten hier die häufigsten. Erstens. Multiple Sklerose hat zwar eine genetische Komponente, es ist aber keine Erbkrankheit. Sie wird also nicht über die Gene auf das Kind übertragen. MS ist auch nicht ansteckend. Zweitens. Es gibt vor der Empfängnis oder in der Schwangerschaft keine Methode, um festzustellen, ob das Ungeborene die Erkrankung entwickeln wird. Drittens. Babys von Müttern mit Multipler Sklerose und Babys von gesunden Müttern zeigen keine Unterschiede bei Geburtsgewicht oder Geburtsgröße oder bei etwaigen Fehlbildungen oder Fehlgeburten. Die MS der Mutter hat also keine Auswirkungen auf das Kind. Viertens. Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit sind bei Frauen mit Multipler Sklerose nicht häufiger als üblich. Veränderungen der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sind eher durch das Alter, Tabak- und Alkoholkonsum oder andere Erkrankungen bedingt. Fünftens. Auch Frauen mit Multipler Sklerose können sich bei Beeinträchtigungen der Fruchtbarkeit einer künstlichen Befruchtung unterziehen, um schwanger zu werden. Das erhöht jedoch das Risiko für einen Schub um das bis zu 7-fache und das Risiko für den Nachweis neuer Läsionen im MRT um das bis zu 9-fache. Sechstens. Während der medikamentösen Behandlung der multiplen Sklerose sollten Patientinnen eine wirksame Verhütungsmethode anwenden, um nicht ungeplant schwanger zu werden. Siebtens. Schübe sind während der Schwangerschaft seltener, insbesondere im dritten Trimester. Achtens. Obwohl die MRT keine Auswirkungen auf den Fötus hat, liegt die Durchführung der Untersuchung während der Schwangerschaft im Ermessen deines Neurologen. Neuntens. Ob natürliche Geburt oder Kaiserschnitt, darüber entscheidest du und dein Gynäkologe. Die Multiple Sklerose hat keine Auswirkungen auf die Art der Entbindung. Eine Periduralanästhesie, kurz PDA, ist auch für Frauen mit Multipler Sklerose möglich. Zehntens. Bis 3 Monate nach der Geburt kann das Schubrisiko erhöht sein. In der Regel können Frauen stillen, wenn ihr Gesundheitszustand im Jahr vor und während der Schwangerschaft stabil war. Frauen mit höherer Krankheitsaktivität sollten die Behandlung umgehend wieder aufnehmen. Ich hoffe, diese Informationen haben dir geholfen. Bis bald! Weitere Informationen rund um die MS findest du auf unserer Website www.ms-begleiter.de. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 90 80 333 beantworten die Ansprechpartner des MS-Begleiter-Contact-Centers gerne weitere Fragen.